Hallo, der Blind Spectator vor euch im Mikrofon und willkommen zurück zu einer neuen Folge Whispering Willows. Ich dachte hier kurz den Anfang erspare ich euch mal. So, sehr gut. Und dann machen wir hier direkt weiter, wo wir stehen geblieben sind, bevor ich auf die dumme Idee kam, da oben weiterzugehen. Okay, ich hoffe, dass das da ein Checkpoint war. Das Kribbeln und Krabbeln. Ganz widerlich. Sehe nichts. Oder täusche ich mich? Nee, es krabbelt. Ganz eindeutig. Sehr nah. Ich entfernt. Aber ich sehe es halt einfach nicht. Schnell runter. Keine Ahnung. Ich wünschte, Dad wäre hier, um mit mir zu spielen. Ja, hier mal eine kurze Runde Billard in dem Haunted House. Kein Problem. Komm, Mann, ne? Neuer Tagebucheintrag. Ich weiß jetzt, was diese Dämonen sind. Sie sind Teil von Warframes verdorbener Seele und sie haben ihren eigenen Kopf. Er hat in Gebieten geforscht, in denen er nicht hätte forschen sollen. Er hat nach Wissen gesucht, das nicht für Menschen bestimmt war. Was darin endete, dass seine Seele zerbrach und seine geliebten Kinder erschaffen wurden. Ich muss vorsichtig bei ihnen sein. Sie agieren als Warframes Wachhunde und ich darf nicht zulassen, dass sie mich schnappen. Ansonsten würden sie mich in Stücke reißen. Hm, cool. Ist da links eigentlich dann auch was? Jetzt schon wieder krabbeln. Na, ich trau mich nicht. Es fickt mich nur. Wird eh maximal höchstens irgendein Zettel sein. Genauso wie hier zum Beispiel. Von John Alcorn. Ich weiß nicht mehr, was vor sich geht. Ich verliere Teile meiner Tage hier in der Villa und ich weiß nicht warum. Manchmal kommt es mir vor, als würde mich jemand verfolgen und ich höre Geflüster in meinem Ohr. Aber wenn ich schaue, ist dort niemand. Letztens habe ich mich in den Katakomben wiedergefunden, wie ich zur Tür gestarrt habe. Ich konnte mich nicht erinnern, wie ich dort gelandet bin. Das letzte, woran ich mich erinnern konnte, war, dass ich ein paar Hecken getrimmt habe. Ich bin heute Morgen hier aufgewacht. Ich bin nicht sicher, ob ich es überhaupt nach Hause geschafft habe, aber das muss ich wohl. Sorry, meine Erinnerung ist so verschwommen. Ich muss sicherstellen, dass ich zu Hause anrufe. Ich muss mit meiner Familie reden. Ich weiß nicht warum, aber ich muss es einfach. Sieht so aus, als stünde diese Rüstung hier schon seit Ewigkeiten. Eine Ritterrüstung, die ihre Waffe braucht. Okay. Je. Gut. Hier was? Nein. Da ist einer mit einer Waffe. Um das Ritterrätsel zu starten. Links, rechts und die Waffe anzupassen. Ich hätte so gesagt, wie das Teleskop wahrscheinlich oder so. Aber dann fehlt mir jetzt ja trotz allem eine Waffe für den Dude. Und die Tür ist ja verschlossen. Da muss sie ja oben liegen. Und hier war ja keine Tür. Aber hier ist nichts. Da ist das Kackviech. Wie weit geht es immer? Ziemlich weit.
Hier war auch keine Waffe. Okay. Ich meine, dieselbe Waffe wird dann so gehalten werden müssen wie das Bild da. Könnte natürlich gucken, dass die halt entgegengesetzt sind, dass der untere vielleicht so hat wie das da oben das Bild, weil es sonst so einfach wäre. Also so ungefähr. Aber nee. Oh, es war einfach nur nicht ganz richtig ausgerichtet. Okay, das passt nicht. Ja, Moment mal, das ist ja nach oben gerichtet. Das Bild ist einfach nur verkehrt rum. Trottel. Diese Keule ist so schwer, wie konnte jemand sie jemals schwingen? Die konnten es halt, ne? Die haben halt Kraft, Mädchen. Aber gut, dann haben wir dieses Rätsel gelöst. Dann drückt dem Typen das Ding da mal in die Hand. Waffen! Die Zeit ist gekommen. Ich habe vorbereitet, dass mein Anwesen überlebt, wenn ich fort bin. Und so soll es sein, für die kommenden Generationen werden alle Einheimischen meinen Namen kennen. Ich bin der Gründer dieser Stadt und ich bin noch nicht mit ihr fertig. Die Unsterblichkeit ist in meiner Reichweite. Ich muss nur danach greifen und sie mir nehmen. Danach wird mir Zeit nichts mehr bedeuten, während ich weiterhin im Äther nach einer Möglichkeit suche, meine Martha wiederzusehen. Am Ende werde ich alles bekommen, was ich will. Das tue ich immer. Alles, was ich jetzt brauche, ist ein geeigneter Wirt. In meiner Jugend hatte ich vor, die Quantaco auszurotten. Aber ich bin froh, dass ich in meinen Bemühungen gescheitert bin. Eines Tages wird ein Nachkomme jenes törichten Schamanen dieses Grundstück betreten. Wenn dieser Tag kommt, werde ich meine Erlösung kennen. Und ich werde die Spinne sein und er die Fliege. Ich werde ihm die Macht aus seinem Blut pressen und sie absorbieren. Meine Zeit wird früh genug kommen. Ich stehe über den Gesetzen des Diesseits und weder Mann noch Frau wird mich aufhalten. Na, schauen wir mal. Wenn ich reich wäre, hätte ich auch ein Statue von mir in meinem Haus. Das ist ein bisschen geschmacklos. Aber okay. So, wo sind wir jetzt? Ach, da oben brennt die Hütte. Ah, wir sind jetzt wieder hier, wo wir kurz vor dem Ziel waren, quasi. Wo wir schon oben drin waren, ne? Wo wir dann rausgeflogen sind, weil wir unfähig sind. Mal gucken, ob wir diesmal nicht unfähig sind, wenn wir da wieder reingehen. Das war's jetzt. Wolfen und mein Dad sind hinter dieser Tür. Ich kann es spüren. Aber ich habe keine Angst mehr. Jetzt ist die Zeit, um Stärke zu zeigen. Mein Dad braucht mich und ich werde ihn diesmal nicht hängen lassen. Es ist mir egal, was ich durchmachen muss. Er ist mein Vater und ich will nicht zulassen, dass jemand ihn von mir wegnimmt. Egal, was passiert. Wolfen, ich hoffe, du bist so bereit, mir gegenüberzutreten, wie ich es bin. Schauen wir mal. Du hast es zurückgeschafft. Und sogar ohne deinen Anhänger. Aber du bist zu spät. Du kannst mich nicht aufhalten. Es ist mir egal, was du sagst. Ich werde mein Dad retten, egal wie. Törichtes Kind, ich zeige dir einen Einblick in mein Leid. Sieh die Vergangenheit und erkenne meinen Schmerz. Ich warte. Du verstehst nicht. Sie hat mir alles bedeutet. Sie war die Mutter meines Sohnes, die Liebe meines Lebens.
Und du erinnerst mich nur an sie und wie ich sie hintergehe, immer wenn wir zusammen sind. Bitte, Morphin, bitte, ich liebe dich, tu das nicht. Ich kann es nicht mehr und das werde ich nicht. Ich werde nicht länger Schande über sie bringen. Hättest du halt in erster Linie nicht fremdgebumst, Junge. Das blutige Küchenmesser. War klar. Ja, der geht's doch noch gut. Du verstehst nicht, sie war alles, was mir bedeutet. Sie war die Mutter meines Sohnes, die Liebe meines Lebens. Und du hättest mich nur an denen, der dahinter gehe, bla bla bla. Ich bin Vollidiot. Bitte, Wolfgang, bitte, ich liebe dich, tu das nicht. Muss ich irgendwas tun? Schließe den Schrank. Bitte, Warfam, ich muss dir etwas sagen. Ich erwarte ein Kind. Es ist von dir, Warfam. Wir werden zusammen eine Familie haben. Was? Nein! Nein, das kann nicht sein. Sie war schwanger. Nein! Was habe ich nur getan? Martha wollte nur, dass ich glücklich bin. Wir hätten es so gut haben können. Was habe ich getan? Es spielt keine Rolle. Ich war von Anfang an verdammt. Sie noch mehr Schrecken aus meinem Leben. Wie zum Teufel wusste ihr, dass sie schwanger ist? Okay. Also damals war das noch nicht so easy. Ich weiß es nicht. Ich danke dir sehr, dass du mich auf einen Drink eingeladen hast, Warpim. Wir haben uns seit Ewigkeit nicht mehr unterhalten. Es war höchste Zeit, würde ich sagen. Aber natürlich, alter Freund, das war in der Tat zu lange her und du wurdest sehr vermisst. Ich habe zugesehen, wie deine Schwierigkeiten wuchsen. Also ist es. Und ich habe dich auch vermisst, Warfam. Wir müssen uns von jetzt an regelmäßiger treffen. Das werden wir gewiss, Darby. Noch ein letzter Drink, um deine Schmerzen zu lindern. Du bist der beste Freund, den man sich wünschen kann, Warfam. Naja, wurde vergiftet. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass man hier jetzt das immer verhindern muss, scheinbar. Das ist cool. Wieso ist das überhaupt Schmerz aus deinem Leben? Du hast in erster Linie ihn einfach nur umgebracht, ohne Grund. Ja, Klappe, Schnauze halten, Leute. Um Gottes Willen, Darby, du Betrunkener, zeig etwas Klasse, Mann. Sieh dich an, in was für ein Zustand du dich befindest. Ich habe die letzten paar Monate vor der Widerwillen zugesehen, wie du immer weiter abgebaut hast. Du hast recht, mein Freund. Hast du immer. Du warst so gut zu mir und ich bringe Schande über mich. Ich weiß sehr wohl, was ich für eine Last bin. Last? Das ist ein ehrliches Wort. Wenn ich gewusst hätte, dass du so wirst, ich weiß nicht mehr, was ich noch glauben soll. Ich weiß, dass ich in der Zeit nicht mehr ich selbst war. Ich hatte vor, mir heute Abend das Leben zu nehmen, während du schläfst. Aber deine Einladung, Warfam, sie hat mir Hoffnung gegeben, weißt du? Ich habe es dir nicht gesagt, Warfam, aber dieses kleine Mädchen, das ich getötet habe, sie sucht mich heim. Am Anfang waren es nur Träume, aber jetzt sehe ich sie auch im Wachzustand. Dann spüre ich, wie das Höllenfeuer nach mir lechzt. Meine kochende Haut stinkt nach Schwefel, mein Freund. Ich kann nachts hören, wie die Verdammnis nach mir ruft. Warum? Warum habe ich diese Dinge getan? Er musste nicht sterben, mein armer Darby. Wann bin ich so tief gesunken? Es war dieser verdammte Schamane, der mich mit seiner abscheulichen Nekromantie hereingelegt hat. Dein Vorfahre!
Wisse, dass deinesgleichen, was deinesgleichen mir angetan hat. Ist das, was du sagst, wahr? Du kannst mir helfen, meine Frau wiederzusehen. Ja, aber deine Seele muss zuerst gereinigt werden. Bist du bereit dafür? Ja, ja, ich bin bereit. Sag mir, was ich tun soll, Medizinmann. Du musst dich von deinen erdlichen Bindungen lösen. Du musst die Erinnerung an deine Frau loslassen. Nur dann wirst du sie wiedersehen können. Diese Kerzen werden uns vor der Dunkelheit schützen. Die Kerzen sind ausgegangen. Und da war ein böser Geist unterwegs, oder was? Es war halt auch ein bisschen unvorsichtig. So Leute, Party geht ab oder was? Kerze an, mit hoch, raus, Kerze an, mit hoch, raus, Kerze an, mit hoch, raus. Ach, das war seine Frau. Worfim, ich bin hier, Worfim. Oder war es nicht? Nee, das war eine andere, oder? Keine Ahnung. Martha, oh, wie ich dich vermisst habe, meine Geliebte. Das Leben ist so beschwerlich ohne dich. Wie soll ich weitermachen? Ich werde immer für dich da sein, Worfim. Jetzt, wo du es weißt, kannst du mich immer wiedersehen, wenn dir das Leben zu schwierig erscheint. Lebe dein Leben richtig und ziehe unseren Sohn gut auf. Auf Wiedersehen, mein Geliebter. Ich liebe dich, Martha. Jetzt und für immer. Du hast mir geholfen, die Dinge klarer zu sehen, Elena. Meine Fehler zu erkennen. Ich hoffe nur, es ist nicht zu spät für mich. Ich werde endlich sehen, was das Jenseits bietet. Auf Wiedersehen, Elena. Aber wer war der böse Geist? Tschüss, Worfim. Möge deine Seele in Frieden ruhen. Elena? Dad, du bist wach. Ja. Was ist hier passiert? Was tust du hier? Ist eine lange Geschichte, Dad. Aber keine Sorge, ich erzähle dir alles auf dem Weg nach Hause. Faszinierend. Gibt es ja denn eigentlich noch so ein alternatives Ende oder so? Habe ich nicht das Richtige freigeschaltet? Ich weiß es nicht. Bei dem Spiel steht in der Steam-Beschreibung, also bei den Tags, komplexe Story. Und eigentlich war die Story nicht komplex, hätte ich gesagt.
Eigentlich sehr übersichtlich. Bis auf dieser Geist am Ende. Das hätte mich interessiert, ob der überhaupt irgendeine Geschichte hat oder nicht. Das hätte ich interessant gefunden. Allgemein kann ich sagen zu dem Spiel, wie ich es bewerten würde, ging eigentlich echt klar. Im Gegensatz zu einigen Schrott, die ich sonst gespielt habe. Kann ich gar nicht mal so groß verschossen, aber daran aussetzen. Ich meine, klar, war ein bisschen simpel. War eigentlich so ein Lauf von A nach B Spiel. Aber ansonsten. Also von dem, was ich hier gerade, ich gucke mir gerade die Achievement List an, halt von der PlayStation, aber ist ja scheißegal. Und ich sehe da jetzt nicht irgendwas wie Secret Ending oder so. Ich meine, ich habe nicht alle Achievements. Nee, also es scheint nicht so, wie als gäbe es da noch ein anderes Achievement, wenn man hier alles hat oder so. Dementsprechend wird es wahrscheinlich auch nur dieses eine Ende geben. Wie gesagt, das Spiel war eigentlich echt in Ordnung. Kann ich nichts Großes auszusetzen haben. Ich setze nichts Großartiges daran aus. Na, das war auf jeden Fall Whispering Willows. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Bis dahin, haut rein.